Der Gewinner im diesjährigen Wettbewerb Deutschlands schönste Wanderwege, der führt uns hier zum Pyrmonter Felsensteig. Das ist im Mündungsdreieck der Mosel zum Rhein, ganz in der Nähe von der Mosel. Ein Drittel von gut 17.000 abgegebenen Stimmen hat sich für diesen Weg entschieden. Warum das so ist, das wird mir Tina Ackermann, die ist für den Tourismus in Münster-Maifeld auf dem Maifeld zuständig, erklären. Hallo Tina. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Na? Bist du bereit? Ja, es kann losgehen. Du kannst schon mal einen Blick werfen auf Burg Pyrmont hinter uns. Sie ist Namensgeber dieser Tour und ich kann dir unterwegs noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Das wäre super, ne? Sollen wir los? Ja. Kommt ein Überraschungseffekt, glaube ich. Ne? Wow. Und hier siehst du das ganz Typische fürs Maifeld. Wir sind ja so oberhalb der Mosel. Wir sagen auch das weite Land zwischen Mosel und Eifel. Und diese leicht gewellte Hügellandschaft, das ist so typisch für uns. Ein erster dramaturgischer Höhepunkt eurem Weg, dieser weite Blick. Auf jeden Fall. Es gibt eine Wissenschaft, die sich mit Panoramablicken auseinandersetzt. Das wäre hier ein 180-Grad-Blick und der so magisch quasi in die Kulisse hineinführt. Das Herz öffnet sich, das Bewusstsein kriegt einen richtigen Schub und man sagt, wow. Guck mal, da haben wir die Burg wieder aus einem anderen Winkel, ne? Ja. Einmal rund um die Burg rum, ne? Ja. Man läuft ganz herum und sieht sie immer wieder auch von einer anderen Perspektive aus. Schicken. Hier sind wir jetzt am Sammetskopf mit dem Gipfelkreuz. Das ist die höchste Erhebung des Maifeldes. Hier sind wir 341 Meter hoch. Bei gutem Wetter kannst du wunderbar Münster-Maifeld entdecken. Mit der Stiftskirche, die oben rausragt. Ja, ganz markant, ne? Die ist ganz markant, man sieht sie von sehr vielen Orten aus. Die Römer haben dort gesiedelt, danach die Franken. Und das könntest du zum Beispiel im Archäologischen Museum dir heute anschauen, diese ganze Stadtgeschichte, oder auch bei einer Stadtführung erleben. Okay. Das ist sehr spannend und sehr sehenswert. Ja. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ja, da siehst du eine Höhle, die noch vom Schieferabbau übrig geblieben ist praktisch. Wir befinden uns ja hier mitten im rheinischen Schiefergebirge und vor vielen Jahren war eben der Schieferabbau eine wichtige Einnahmequelle für viele Menschen, die hier gelebt haben. Man kann es sich mal anschauen, aber es ist doch gefährlich, also weiter reingehen, keine gute Idee. Trotzdem schön kühl. Ja, angenehme Erfrischung. Na, kannst du schon was hören? Ja, und ob, ich sehe auch schon was. Der Elsbach. Wunderbar. Tina, ich habe eine tolle Idee, wenn ich das hier so sehe. Wir nehmen ein Fußbad. Ja, gute Idee. Guck mal hier so. Das tut aber richtig gut. Das tut immer gut. Sehr schön, diese Gegensätze auf diesem Wanderweg und dieses wunderbare Geräusch der Els. Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Pluspunkt des Weges. Ne? Diese enorme Reliefenergie von oben und unten, die Nähe zum Wasser. Also das ist schon echt große Klasse. Ja. Ein paar Kilometer flussabwärts ist übrigens Burg Els. Und um Burg Els läuft ein weiterer Traumpfad. Natürlich genauso schön mindestens wie dieser hier. Insgesamt haben wir 26 Traumpfade, die alle wandernswert sind. Da wird man zum Überzeugungstäter, auf oder? Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben Glück. Ist das nicht der Herr Geiermann, euer Wegepate? Tatsächlich. Bei der Arbeit. Prima. Ja.
Ja, hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, was machen Sie denn hier? Ja, ich bin für die Wanderwege, für die Markierung der Wanderwege zuständig hier im Pyrmonter Felsenstein. Und wie machen Sie das? Was machen Sie da genau? Diese Markierungszeichen werde ich überall anbringen, sichtbar anbringen für die Wanderer. Genauso an Abzweigungen. Und wo ich dann in Richtungspfeilen oder mit Hinweisschildern arbeiten muss, dass der Wanderer einen richtigen Weg finden kann. Wunderbar. Und wie ich sehe, in beide Richtungen. Ja, natürlich in beiden Richtungen. Auch die Leute gehen mal umgekehrt diesen Wanderweg. Ne? Ja, super. Dann gutes Klopfen, oder wie sagt man bei euch? Dankeschön. Ja. Jo, tschüss. Tschüss. Das ist wieder so ein richtiger magischer Ort. Wusstest du eigentlich, dass es Untersuchungen gibt darüber, wie die Farbe Grün auf den Menschen wirkt, die Natur wirkt? Tatsächlich. Ja, gibt es. Und ausnehmend positiv. Mhm. Apropos positiv, gibt es eigentlich Feedback von Wanderern zu diesem Weg? Wir haben ja viele getroffen heute. Ja, ne? Ja, wir bekommen viel Feedback zu den Traumpfaden, auch zu dem Traumpfad hier. Und die Leute sind durchweg begeistert. Also diese Unverlaufbarkeit, die Abwechslung in der Landschaft, das Grün, die Täler und diese weite Fläche, das sorgt für Begeisterung. Wunderbar. Bei mir auch übrigens. Sehr gut. Schön. Geschafft. Ich liebe ja Mühlen, insbesondere solche, wo es was zu trinken gibt. Zum Wohl. Zum Wohl. Nach einer aktuellen Glücksstudie in Deutschland empfinden 32% der Deutschen beim Wandern Glück und Freiheit. Bei den 29- bis 39-Jährigen sind es sogar 44%. Was man für dieses Glücksgefühl beim Wandern braucht, ganz einfach. Etwas Kondition, eine gute Ausrüstung und Deutschlands schönsten Wanderweg 2015, den Pyrmonter Felsenstein.